Also eine komplexe Lage dort in Syrien. Über die politischen, über die militärischen und auch die völkerrechtlichen Aspekte des Themas kann ich nun sprechen mit Professor Günther Meyer. Er ist Nahostexperte und zugeschaltet aus Mainz. Guten Tag nach Mainz. Guten Tag, Herr Wittgau. Und mit Professor Thomas Jäger hier im Studio. Er ist gewissermaßen USA-Experte von der Universität in Köln. Guten Tag, Herr Wittgau. Professor Jäger, wir fangen mit Ihnen an. Obama sagt, er habe den Einsatzbefehl noch nicht unterschrieben. Was bedeutet das? Ist das nicht so eine Art Augenwischerei? Das ist es nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Hürden, die die amerikanische Regierung nehmen muss, bevor der Einsatzbefehl wirklich gegeben werden kann. Man kann davon ausgehen, er ist noch nicht gegeben worden. Die Vorbereitungen laufen hierzu. Die beiden Hürden sind erstmal legaler Art. Das heißt, es muss in den Vereinigten Staaten geklärt werden, auf welcher rechtlichen Grundlage der Präsident eingreifen kann. Denn die Vereinigten Staaten sind ja nicht angegriffen worden. Mhm. Aber die Entscheidung fällt ja autonom. Er muss nicht irgendwie den Kongress oder sonst wem. Darüber streitet er mit dem Kongress. Der Kongress sagt immer, dass er gefragt werden muss bei solchen Entscheidungen. Der Präsident sagt seit Jimmy Carter immer, das kann ich alleine entscheiden. Und das wird er auch alleine entscheiden am Ende. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es dazu kommt? Das kann man im Moment nicht sagen. Das hängt davon ab, was auf der zweiten Ebene geschieht, nämlich auf der internationalen Ebene. Hier geht es darum, Legitimität zu finden. Die wird im Sicherheitsrat nicht zu finden sein, weil Russland und China ein Veto einlegen. Sie kann aber möglicherweise durch den Prozess in der VN ein wenig gefunden werden, indem man nämlich den Bericht abwartet und dann versucht, eine breite Koalition aufzubauen, die sich gegen Syrien wendet. Der Bericht, Herr Professor Meyer, soll am Samstag ja erstattet werden. Dann sollen die Inspekteure das Land verlassen. Nun sagt der iranische Außenminister, so ein Einsatz, wie er im Moment im Raum steht, würde nur mehr Terrorismus in die Welt bringen. Und er haut, wenn ich das mal so formulieren darf, den Amerikanern Vietnam, Afghanistan und Irak um die Ohren. Herr Meyer, sagt da der Falsche das Richtige? Ich kann diese Meinung nur voll unterstützen. Das war ja auch der Grund, weshalb Obama so lange gezögert hat. Es ist kein Problem, völkerrechtliche Argumente hin und her, wie weit die geltend sind, haben wir in der Vergangenheit gesehen. Militärisch gesehen ist es überhaupt kein Problem für die USA und die NATO, hier in Syrien einzugreifen. Das Problem ist nur, wenn es zu einem massiven Angriff kommt, wenn das Regime gestürzt wird, was dann? Wir haben dann ein Machtvakuum und dieses Machtvakuum wird nicht etwa mit friedlichen, liberalen, säkularen Demonstranten gefüllt, sondern mit der militärischen Kraft, die gegenwärtig am stärksten sind. Und das sind die Nusra-Front mit Al-Qaida verbündet. Das sind insgesamt 12 salafistische Gruppierungen, die alles nur ein einziges Ziel haben, nämlich die Errichtung eines islamistischen Kalifatsstaats mit der entsprechenden Bedrohung für Israel, mit der entsprechenden Bedrohung für die ganze westliche Welt. Aber das System Assad produziert selber Giftgas. Da gibt es ja angeblich mehrere Fabriken für solch ein Giftgas. Das heißt, er hat keine Scheu, das zu produzieren. Und möglicherweise wird er doch auch keine Scheu gehabt haben, es einzusetzen, wie die Amerikaner sagen. Trifft es dann nicht, wenn es zu einem solchen Einsatz kommt, den richtigen dann? Das Regime hat nie bestritten, dass es über Chemiewaffen verfügt, aber alleine deshalb aus strategischen Gründen, um der Atommacht Israel Paroli zu bieten. In der gegenwärtigen Situation müssen wir uns fragen, wer profitiert von diesem Chemiewaffeneinsatz? Das Regime mit Sicherheit nicht. Das Regime ist an allen Fronten mit konventionellen Waffen auf dem Vormarsch. Das Regime hat in den letzten Wochen und Monaten große Geländegewinne erreicht. Überall sind die Aufständischen auf dem Rückzug. Und in dieser Situation, ausgerechnet in dem Moment, wo die UN-Beobachterkommission ihren ersten Arbeitstag hat, in der Nacht vorher einen Giftgasangriff zu starten, Massenvernichtungswaffen einzusetzen, macht überhaupt keinen Sinn. Das Regime weiß genau, hier wird die rote Linie überschritten. Obama hat keine andere Wahl, als jetzt wahrzumachen, was er vorher angedroht hat. Wenn die USA als ihre Glaubwürdigkeit als militärische Ordnungsmacht nicht verlieren wird. Das heißt, das Regime kann nicht das geringste Interesse daran haben. Die einzigen, die ein Interesse daran haben, sind die Rebellen mit einem Massenmord, den sie dem Regime in die Schuhe schieben, wollen sie
Und die Rechnung geht offensichtlich auf, die US-Regierung zwingen, zu ihrem Wort zu stehen und hier militärisch einzugreifen. Herr Professor Mayer, spricht die Opposition schon an. Auf den Fernsehbildern kann man ohne Probleme Menschen identifizieren, Kämpfer, die sehen aus wie islamistische Dschihadisten. Aber es hat zweifelsohne am Anfang der Protestbewegung auch Menschen gegeben, ja, die hat der arabische Frühling inspiriert und die wollen ja so etwas wie ein demokratisches System in Syrien installieren. Das ist vollkommen richtig. Die Situation am Anfang war tatsächlich ein brutaler Machthaber, der jegliche Demonstrationen versucht im Keim zu ersticken, der viele Menschen getötet hat, der gefoltert hat, Tausende ins Gefängnis geworfen hat. Nur in der Zwischenzeit haben wir eine ganz andere Situation. Diejenigen, die damals als Demonstranten auf die Straße gegangen sind, das ist die Gruppe, die wir hier als die lokalen Koordinationskomitees bezeichnen. Viele kleine Gruppen, 13 linke Parteien, 3 kurdische Parteien, die noch genau diese Ideale von damals verfolgen. Es gibt auch die Freie Syrische Armee, vor allem Deserteure aus der Armee von Bashar al-Assad, der sich zahlreiche kriminelle Elemente dazugesellt haben, die mit Erpressungen, mit Plünderungen und Ähnlichem von sich reden machen. Diese Freie Syrische Armee macht gerade noch mal 10.000 Mann aus, völlig zersplittert. Jeder einzelne Kommandeur gibt seinen eigenen Order. Es gibt keine hierarchischen Strukturen. Demgegenüber die Dschihadisten, Al-Nusra-Front, ganz klar okay, auf der okay, Seite Herr Professor Mayer, Al-Qaida. Ich glaube, das ist klar geworden. Herr Professor Jäger, wenn Professor Mayer recht hat, würde Obama den Dschihadisten dort in Syrien auf den Leim gehen? Ja, wir wissen das aber nicht. Es ist völlig richtig, wie wir eben gehört haben, dass eine sozusagen das Nachdenken darüber, wem nützt es, zu dem Ergebnis führt, dass die Rebellen von dieser Situation profitieren könnten. Das heißt aber noch nicht, dass sie es waren, die das Giftgas eingesetzt haben. Es ist auch sehr wohl denkbar, dass innerhalb des Regimes unterschiedliche Gruppierungen, unterschiedliche Interessen damit verfolgt haben. Das ist schlicht eine offene Frage. Und ich finde es richtig, die Position einzunehmen, dass man diese Frage eben erst intensiv studieren muss, dass man versuchen muss, sie zu klären und hier zu einer überzeugenden Antwort zu kommen, die sozusagen nicht damit kalkuliert, dass man es mit zwei rationalen, in sich geschlossenen Akteuren hat, die hier gegeneinander stehen, sondern das wird sozusagen verstärkter Untersuchungen bedürfen. Gleichwohl ist das Argument richtig, dass der amerikanische Präsident, ob er es will oder nicht, mit einem Militärschlag die Rebellengruppen und da die gut organisierten, das haben wir eben zu Recht dargestellt bekommen, unterstützt. Das wird das Ergebnis sein. Das ist ja gerade das Argument gewesen, mit dem sein militärischer Berater General Dempsey gesagt hat, das wäre ein Fehler, das zu machen. Lassen wir es sein. Auf der einen Seite